Hast du gewusst, dass deine Morgenroutine nicht nur deinen Tag, sondern dein gesamtes Leben erheblich beeinflussen kann? Wie man so schön sagt, Morgenstund hat Gold im Mund. Nein, keine Angst, wir werden dir nicht empfehlen, jeden Tag ein Stück Gold in den Mund zu nehmen. Stattdessen haben wir aber einige andere Tipps, die deinen Start in den Tag deutlich besser gestalten können. Bist du bereit dafür? Hier sind 5 Dinge, die du am Morgen tun kannst, um dein Leben zu verändern. Erstens, trinke ein Glas Wasser. Wasser ist Leben und das Leben ist schön. Genau deshalb solltest du am Morgen auch direkt ein Glas Wasser trinken. Das sollte das Erste sein, was du tust. Warum? Ganz einfach. Denn damit kannst du deine Verdauung in Schwung bringen, Toxine aus deinem Körper entfernen und deinen Stoffwechsel anregen und somit mehr Fett verbrennen. Eine tolle Sache. Für mehr Geschmack und Vitamine kannst du zusätzlich auch noch eine Zitrone hinzufügen. So erfrischt das Wasser umso mehr und ist zudem auch noch gesünder. Zweitens, genieße ein reichhaltiges Frühstück. Ein Frühstück am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oder so ähnlich. Ein gutes, gesundes und ausgiebiges Frühstück ist etwas, auf das du dich bereits am Vortag freuen kannst und dadurch leichter aus dem Bett kommst. Noch dazu ist die Gefahr geringer, dass du am Vormittag willkürlich naschst, wenn du bereits ein umfangreiches Frühstück gegessen hast. Das ist natürlich wichtig, wenn du deine Figur behalten oder gerade abnehmen willst. Empfehlenswert sind zum Beispiel Haferflocken mit Beerenfrüchten, da diese wenig Zucker haben und dazu noch reichhaltig an Antioxidantien sind. Wenn du nicht so der süße Typ bist, dann sind Eier eine gute und vor allem sehr proteinreiche Alternative. Die Zubereitungsart bleibt natürlich dir überlassen. Mit einem tollen Frühstück beginnt der Morgen bereits auf gesunde und genüssliche Art und Weise. Drittens, mach Sport und Bewegung. Gerade nach deinem nächtlichen Schlaf ist es sehr empfehlenswert, deine Gelenke und Muskeln direkt mit sportlicher Aktivität zu aktivieren. Dafür musst du nicht unbedingt einen Marathon laufen, sondern kannst beispielsweise auch Gymnastik, Yoga oder Fitnessübungen machen. Wichtig ist nur, dass du etwas tust. Du wirst direkt bemerken, wie du schneller wach wirst, mehr Energie bekommst und motiviert bist, das Beste aus dem Tag zu machen. Viertens, ignoriere den Snooze-Button. Betätigst du öfters den Snooze-Button, statt direkt aufzustehen, wenn du solltest? Dann lass das in Zukunft am besten sein. Denn damit tust du dir nichts Gutes und bist danach wahrscheinlich noch müder, als wenn du gleich aufgestanden wärst. Und darum geht es im Endeffekt. Um das Aufstehen. Denn sobald du erstmal aus dem Bett bist, hast du die größte Hürde bereits bewältigt. Positioniere deinen Wecker am besten etwas weiter weg vom Bett. Dann hast du keine andere Wahl und musst einfach aufstehen. Sobald du aus dem Bett bist, hast du den Kampf auch bereits gewonnen. Glückwunsch! Dein Morgen kann beginnen. Fünftens, genieße die Sonne. Auch wenn es vielleicht zuerst etwas schwierig sein kann, da du am Morgen noch lichtempfindlich bist, mach die Vorhänge auf und lass die Sonne herein. Das braucht dein Körper einfach, denn die Sonne signalisiert deinem Körper, dass die Nacht vorbei ist, der Tag begonnen hat und die Körperfunktionen hochgefahren werden sollen. Diesen Effekt solltest du unbedingt nutzen. Ein toller Kickstart in den Tag. Welche Morgenrituale hast du so? Wie leicht fällt es dir, am Morgen aus dem Bett zu kommen? Kannst du dir vorstellen, einige unserer Tipps in Zukunft umzusetzen? Antworte uns in den Kommentaren, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. So wirst du auch garantiert bei allen unseren neuen Videos zuerst benachrichtigt. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag.